So, hallo, liebe Freunde der RWG. Heute möchte ich euch in der ersten Reihe die Sportler der RWG Oberligamannschaft vorstellen. Und da möchte ich den Jan Fischer begrüßen. Der ist heute bei mir, beim Walter Stadtmüller. Und ja, sag mal, hallo Jan. Hallo Walter. So, Jan, wenn du der Jüngste bist in der Mannschaft, wie alt bist du? Ich bin 18 Jahre alt jetzt. Okay. Ja, wie bist du überhaupt, seit wann bist du dabei in bei der Ringe, bei der RWG? Ich habe 2010 angefangen bei der RWG, ganz unten in der Jugend. Da immer fleißig dabei gewesen und sehr mit hoher Motivation gekommen. Gut, schön. Ja, bist ja nach wie vor noch dabei, ne? Ja, wie vielleicht gar nicht jeder weiß, dein Onkel, der Roger Gries, altes RWG-Urgestein, hat er dich beeinflusst? Oder wie war das damals? Kamst du über den Roger zum Ringe, oder? Ich sag nicht, ich habe es früher gar nicht gewusst, dass er so erfolgreich war. Mittlerweile ist es bei jedem Familientreffen natürlich Gesprächsthema Nummer 1, die Vergleiche zwischeneinander. Aber okay, da fehlt mir noch ein gutes Stück dazu. Aber denn, wenn du so weitermachst, hast du den bald geschafft, oder? Dann gut, du kommst natürlich auch aus der Traditionsfamilie. Dein Opa war auch schon Ringer, ne? Hm. Der war auch schon dabei. Jo, okay. Du hattest ein paar Erfolge in der, so Stück für Stück, B-Jugend, A-Jugend, auch auf deutsche Meisterschaften warst du in der nicht ganz vorne dabei, aber schon relativ weit vorne dabei. Jo, dann hatte ich aber 2018, glaube ich, hast du eine relativ starke, große Verletzung, schwere Verletzung. Da hattest du irgendwie erklär mal kurz, was du hattest. Ich hatte einen kompletten Bänderriss, alle Bänder durchgerissen im rechten Arm. Mein Arm ist weggeknickt, wie ich mich beim Werfen abfangen wollte. Das war eine ziemlich schlimme Verletzung. Hatte ich dann ein halbes Jahr mit rumgemacht. Aber bin dann glücklicherweise 2019 zur Rückrunde dann nochmal fit geworden und konnte noch ein paar Kämpfe bestreiten. Genau, 2019 hat es dann sozusagen wieder Comeback, hätte ja gar keiner gedacht, dass man mit so einer schweren Verletzung da auch wieder so schnell bald wieder zurückkommt. Ich meine, du bist im griechisch-römische zu Hause. Wo ist so deine Gewichtsklasse? Wo siehst du dich dieses Jahr? Dieses Jahr, je nachdem, wie es esse, schmeckt dann zwischen 70 oder 75 und 80. Okay. Tendenziell eher steigend. Okay. Gut, da hast du 2019, hast du auch, glaube ich, relativ bald ein Highlight in deiner Oberliga-Karriere, weil du hattest, die Rimbacher hatten wir zu Gast und du hattest einen Sportler, der eigentlich recht gut war und hast den eigentlich ziemlich souverän besiegt. Weißt du, wie er hieß? Ah, Raiden Sebastian, das ist einem im Kopf geblieben bei so einem Kampf. Ich hätte selbst nicht gedacht, dass ich da so Chance habe. Mhm. Hab mein Bestes gegeben und dann die Fans im Rücken haben nochmal einen großen Unterschied gemacht. Prima, ne? Den hast du nämlich so, ich habe jetzt mal gespickt mit 12-5. Ja, er hat ziemlich dumm geguckt, weil er hat damit nicht gerechnet, dass ihn so ein junger Bursche da so dann vorführt, ne? Jo, was hast du so für Ziele, für sportliche Ziele für die nächste, für die Saison? Gibt's da schon was, oder? Für die nächste Saison ganz klar, ich will mit der RWG vorne mitringen. Ich weiß, dass es schwierig wird. Rimbach hat eine starke Kader. Mhm. Aber mein Ziel ist es einfach, in der Oberliga vorne mit zu mischen. Super, genau. Hoffen wir alle, dass wir da sportlich dabei sind. Wir werden euch jetzt in unserer Reihe so unsere Sportler so peu à peu vorstellen und damit ihr noch einen Überblick bekommt, natürlich immer mit ein bisschen Zeitverschiebung, damit es auch ein bisschen spannend wird bis zur Runde. Die soll ja im September losgehen. Man weiß noch nicht genau, ob das so wird. Ja, aber momentan sieht es momentan danach aus, wie wenn das mit unserer Corona-Geschichte funktionieren wird. Ja, gibt es irgendwie so ein sportliches Vorbild für dich, was du so als dein Vorbild hast? Ich meine, du spielst ja auch Fußball, das muss jetzt nicht aus dem Ring kommen. Gibt's da jemand, oder? Früher ganz klar warst du John Seidoff, das war mein erster Ringer-Trainer. Okay. War als kleiner Bub gleich richtig begeistert, wenn wir
direkt von Anfang an, wenn vom Bundesliga-Trainer dann trainiert wird. Okay. Dann ist mir gleich viel lieber ins Training gegangen, wenn einer so alles beibringen kann. Na, prima. Ja, okay. Gut, da würde ich sagen, in unserer kleinen Reihe sind wir ja jetzt erstmal ziemlich für heute am Ende. Wir werden euch dann am nächsten Mal den nächsten Sportler vorstellen. Also dann macht's gut und bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.